Welche Arten des Lernens gibt es denn überhaupt? Wir unterscheiden momentan zwei Arten des Lernens. Das eine ist, wir machen Lernen überall verfügbar, indem wir vorhandene oder neue Inhalte für diese Geräte und für die mobile Nutzung tauglich machen. Das zweite ist situativ relevantes Lernen. Das heißt, wir machen Inhalte, die ortsbezogen sind. Das heißt, wir binden sie an GPS-Daten oder wir binden solche QR-Codes ein, damit sie ortsbezogen situativ lernen können. Den ersten Lerninhalt, den ich Ihnen zeigen möchte, ist eine App aus dem Bereich Medizin. Sie können hier sich verschiedene Informationen über den menschlichen Körper abrufen. Sie können aber auch zum Beispiel durch CT-Scans durchgehen und sich hierzu Informationen abrufen. Das ist natürlich sinnvoll für Ärzte, Pflegekräfte oder Medizinstudenten, die einfach mal unterwegs lernen wollen. Zum Thema Lerninhalte verfügbar machen, haben wir hier die Moodle-App. Moodle ist das verbreiteteste Lernmanagementsystem weltweit und die Moodle-App bietet jetzt die Möglichkeit, auch Lerninhalte online zu nutzen, die auf der Lernplattform abgelegt sind. Und die Moodle-App bietet vor allen Dingen die Möglichkeit, auch Audio- und Videoinhalte hochzuladen. Das heißt, Sie gehen mit dem Mobiltelefon beispielsweise oder mit dem Tablet-PC irgendwo hin, arbeiten einen Lernauftrag Ihres Trainers ab und können ihn dann mit der Moodle-App zwischenspeichern. Und sobald Sie eine Datenverbindung haben, egal ob das WLAN ist oder wenn Sie UMTS nutzen, UMTS, können Sie diese Lerninhalte automatisiert hochladen und Ihr Trainer kann die dann auch bewerten im Moodle-System. Speziell bei den Lernmanagementsystemen haben wir eine Veränderung im Hinblick auf die Darstellung im mobilen Webbrowser. Wenn Sie das System Moodle beispielsweise auf dem Tablet-PC aufrufen, sieht es so aus. Sie haben eine zweispaltige Darstellung mit schönen großen Buttons. Es gibt auch eine spezielle Darstellung fürs iPhone. Und wenn Sie im Vergleich dazu die Version für den Desktop-PC sehen, dann sehen Sie einfach, da haben Sie kleinere Schaltflächen, mehr Schaltflächen auch an anderen Positionen und auch eine komplett andere Darstellung. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass es ortsbezogenes Lernen gibt in Zukunft. Dazu gibt es zum Beispiel eine Anwendung, die heißt Wikitude. Da steckt Wikipedia drin, vom Namen her. Das heißt, wir können ortsbezogen Wikipedia-Daten sichtbar machen. Wir können aber mit so einer Anwendung noch viel mehr machen. Wir können als Programmierer eigene Ebenen für diese Anwendungen schaffen, mit relativ geringem Aufwand. Und wir können zum Beispiel auch komplette Firmengelände oder Häuser ortsbezogen mit Wissen versehen und über eine solche Anwendung abrufbar machen. Hier sehen Sie jetzt ortsbezogen auf dem iPad. Hier bin ich und hier sind die verschiedenen Informationen. Auf dem Handy haben Sie auch noch eine 3D-Darstellung, wo Sie durchfilmen können und das hochhalten können. Und dann halten Sie Ihre Handykamera auf den Kölner Dom und dann steht da eine kleine Sprechblase über dem Kölner Dom, Kölner Dom. Dann können Sie sich alle möglichen Informationen zum Kölner Dom abrufen. Stellen Sie sich einmal vor, Sie wollen etwas lernen und ortsbezogen sehen, was es gar nicht gibt. Auch das geht mit mobilen Lernen. Ein Beispiel dafür ist die Stern-App der Zeitschrift PM. Hier können Sie den Sternenhimmel auch tagsüber, wenn es bewölkt und hell ist, sehr gut darstellen und vermitteln. Das hatten wir in der Schule zum Beispiel früher nicht, diese Möglichkeit. Sie können sagen, ich will nur Sterne sehen, ich will Sterne-Planeten sehen, ich will Sternbilder sehen. Sie können den Sternenhimmel ortsbezogen zu dem Ort anzeigen, an dem Sie sich gerade befinden und abhängig von der Lage Ihres Tablet-PCs oder Ihres Smartphones. Und Sie können auch sagen, ich will gar nicht den Sternenhimmel von heute sehen, sondern ich möchte den Sternenhimmel von 1856 sehen. Das können Sie alles hier einstellen.